Hey, ihr prall gefüllten Gasballons da draußen. Willkommen zurück zu Phobia, St. Dinfner Hotel. So, erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, für die coolen Leute, die mal liken und kommentieren. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal... War ich hier eigentlich schon drin? Kommt mir gerade so ein bisschen unbekannt vor. Oh! Noch eine Tasche, wie geil! Und noch ein Müll. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt mal in das Untergrundlabor, also richtig ins Untergrundlabor weiter. Okay, okay, lass mich gerade mal kurz überlegen, wie komme ich jetzt da hin wieder, so schnell. Wir haben nämlich alles für die Tür, also wir haben die ganzen Schlösser, wir haben die beiden Gaskartuschen, A und B, für die 320-Verbindung, dass ihm schaden kann, Akilas. Und... Ich kann ein bisschen die Gedanken zusammenfassen, sorry. Ja, und dann können wir jetzt vielleicht diese Hochsicherheitstür öffnen, durch die Stephanie schon gegangen ist zuvor. Bin ich hier richtig? Muss mal überlegen. Ich habe die ganzen Wege hier zerstört. Aber hier geht's noch durch, ne? Ja, 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 okay, jetzt weiß ich's wieder. Ist ein bisschen was her schon. Die Frauenleiche ist weg. Aber hier liegt eine A-Verbindung. 320 MTA. Aber die ist leer. Ich wollte schon sagen, da hätte ich die ja gar nicht mehr mischen brauchen, aber... Muss mal heilen, glaube ich. So. Halt ja dann nicht so viel, das Ding, ne? Nee, halt nicht so viel. Ich glaube, wir haben genug von allem, oder? Ich habe so viel Heilung. Sollte schon passen. Ach, warte mal. Ich wollte schon sagen, warum ist die Tür zu? Aber wir müssen ja, glaube ich, hier im Monitor Room müssen wir erstmal eingeben, dass es aufgeht mit der Sicherheitstür. Ja, manuell entriegeln. Als keinen Mist, bitte. Nicht wie sonst, das wieder heißt, oh, der Server ist kaputt. Ja, sehr gut. Da gönne ich mir erstmal einen Schluck Bitter Lemon. Sehr gut. Ach, so geht's nochmal 2 Stunden oder so. Das Spiel ist echt lang, muss ich sagen. Also für das, was es ist, ne? So ein Indie-Resident Evil. Und ich find's echt super. Hab ich ein paar mehr Gegnertypen, aber so kannst du ja echt nicht meckern, finde ich, an dem Spiel. Ah. Ach mal, die Anlage ist wirklich überdimensional riesig. Wo hat Stephanie run off to? We need to use the gas before that monster comes back. Meister, in deiner Abwesenheit hat der Heilige Pfad die Experimente fortgesetzt, die du vor deiner Abreise für uns vorbereitet hast. Unsere Versuche, die menschliche Gestalt zu verbessern, wurden ordnungsgemäß ausgeführt. Aber ich kann mich nicht mit den schrecklichen Dingen versöhnen, die ich meinem Sohn Achilles angetan habe. Bei dem Versuch, mich an deine Prinzipien und Lehren zu halten, habe ich meinen Jungen in ein Monster verwandelt. Meine Hingabe zu dir und deinen Zielen steht außer Frage, aber ich kann es nicht mehr ertragen, wenn ich sehe, was aus Achilles geworden ist. Ich glaube fest daran, dass du bei deiner Rückkehr dort erfolgreich sein wirst, wo ich versagt habe. Oh, mein Pfad endet hier. Über das Prinzip des freien Willens. David Meneses. Ja, das hast du willentlich getan. Du hast deinen Sohn in ein Monster verwandelt. Gib ihm nicht die Schuld. Auch wenn er wahrscheinlich nicht unschuldig ist, der Depp. Aber wir speichern nochmal. Vielleicht letztes Mal. Über 8 Stunden gespielt. Vielleicht kommt ja bald das Finale. Ui. Oh, Gasmaske. Zieht auch gleich auf. Ah, sehr gut. Vielleicht brauche ich die jetzt im Kampf oder sowas. Weg damit. Schmand. Brauche ich die Karte noch? Notizbuch nehme ich auf jeden Fall mit. Yeah, der Colt. Alter, mit 27 Schuss. Geil. Wo ich den einen Geheimraum gefunden habe. Okay. Was mache ich hier? Hoffen wir mal, das passt so, ne? Na?
Hallo? Vielleicht muss erst das Gas eingegeben werden. Beiden Seiten. Boah, das sieht mir schon aus wie eine Boss-Arena hier. Ich hab ein bisschen Angst. Und da kommt der Achilles. Boah, der kann doch gar nichts sehen. Alter. Alter, die Schussfrequenz ist ja echt langsam. Jetzt kann ich. Nee, wollte ich nicht. Ah, ist egal. Das schon? Mensch hier, Achilles. Ja, mach ihn platt. Au, scheiße. Achilles. Der. Was? Du bist so blöd, Roberto. Das Gas bringt einen Scheiß, wie man sieht. Uns killt's wahrscheinlich auch. Ja, knall ihn ab. Ins Gesicht. Do it. Ja, zwei Schuss. Halt die Maske zu oder so mit der Hand. Er macht's halt nicht. Wie man sieht, hat das Gas überhaupt nichts gebracht, irgendwie. Den hat er jetzt auch so platt gemacht. Chender habe ich bekommen. Das Bergwerk. Oha, geht's jetzt noch weiter mit Christopher? Tatsache. Geil.
Noch mehr zur Vorgeschichte, ha? Huh? Ja, wir sind wieder eher. Voll gut. Los. My God. What is this? Who are you? Das Mädchen wieder. Are you real? It's you. This is all your fault. He never wanted to help you. You forced him to do it. We were supposed to be together forever, and you ruined everything! I don't... If no one else wants to stop you, then I will! Okay. Ich weiß auch nicht so ganz, wer sie ist. What is this feeling? What a feeling. Okay, I feel stronger. Sie sah aber nicht aus, als könnte sie aus den 1920ern, sondern mehr so aus unserer Zeit, oder? Mit der Lederjacke und den Turnschuhen. Weiß nicht. Kommt mir jetzt nicht so vor. Als wäre sie... Das ist eine Bombe? Kostbarer Edelstein. Sieht aus wie eine Bombe, die da tickt. Oh. Keine Gasmaske. 20. September 2060. Emily, ich möchte, dass du weißt, dass du das Beste bist, was mir hier passiert ist. In unseren Adern mag nicht dasselbe Blut fließen, aber ich liebe dich immer noch von ganzem Herzen, mein liebes Mädchen. Mir ist klar, dass du die Arbeit von Christopher und mir verabscheust, aber du musst verstehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wenn unsere Arbeit am Universaltransporter abgeschlossen ist, können du und ich von dir fortgehen und für immer zusammen sein. Danach können wir tun, was immer wir wollen, über das Prinzip des freien Willens. In Liebe, RL. Roberto Lima, sind wir das nicht? RL. 2060? Alter. Hier steht immer noch Bahnhof, aber der Universaltransporter. Weißt du, dass wir durch die Zeit gehen können? Scheiße, das ist gerade, nimmt gerade Dimensionen an. Sehr krass. Aber gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ich hoffe, die machen mehr solcher Spiele in Zukunft. Gleich die Sphäre platzieren. Die Wahl. Oh nein. Oh, ich will nicht entscheiden müssen. Gibt es dann verschiedene Endings vielleicht? Mach die Hand drauf jetzt. Achso, ich kann ja schon laufen. Wenn man es so nennen kann. Er macht das übrigens automatisch um die Kurve gehen. Ich drücke nur nach vorne. Dann muss die Kamera so ein bisschen stabilisieren. Oh. Auch zu viel Gas eingeatmet. Ich bin ein bisschen erkältet.
Oh, dieses Geschwanke, ne? Das sind VR und ich hätte schon längst im Strahl gekotzt. Aber was macht dieses Gas mit Menschen? Ich meine, es löst ja diese Mutation irgendwie. Oder schwächt ihn. Aber anscheinend überlebt das ja, ne? Alter. Freie Wahl ist eine Illusion. Es gibt keine Wahl. Weil die Zukunft schon so geschrieben ist, oder was? Weil ja alles schon so passieren muss, weil es in der Vergangenheit schon geschehen ist. Solche Szenen finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen anstrengend. Viel zu lang und das Spiel will uns ja eigentlich nur sagen, uns geht's so dreckig, aber das könnte man auch irgendwie in der Sequenz zeigen, finde ich. Gerade zum Ende hin möchte ich dann doch eigentlich ein bisschen Action haben und nicht sehen, wie da unser Held gerade stirbt, mehr oder weniger. Naja. Da ist das Mädchen. Einfach mal auf den Knopf drücken. Dad? What? I'm not... You're not my... Daddy, please. Ich verstehe gerade nichts mehr. Wessen Tochter ist sie bitte? Habe ich da irgendwas verpasst? Das war doch immer die Rede von Davis Sohn. Also Achilles. Ist das vielleicht Christophers Tochter? Hä? Er hat nicht gerade viel gefunden in der Woche, ne? Entire week and I still don't have anything useful for the report. All I've done this whole time is run myself around in circles. Ja, das stimmt. Das ist dann quasi eine Zeitblase, die hat ihn dann dadurch gesaugt. Was ist mit Stefanie passiert? Oh, seht ihr, er hat sich dazu entschieden, nicht in die Bubble zu gehen. Hey! Help! There's something in here! I need to get out! Tür eintreten. Daddy! I found you! What the? Who are you? Where the hell did you come from? Please, forgive me.
I never wanted to hurt you like this. This is the only way, Dad. You have to go on without me. I love you. Hä? Oh, Christopher. Hier ist nicht. Ihr? Sind wir vielleicht Christopher? In Wirklichkeit? Oh, das ist Stephanie. Has anyone ever made it this far? No. He is the first. And it appears he may be the last as well. So, what happens now? Now, dear girl, our work can finally begin. Soon, I will make the dilemma of free will nothing more than a distant memory in the history of humankind. And this is the man who will help me do it. Oder auch nicht. Girl, did you honestly think a simple knife would be enough to stop me? Roberto, don't. Don't trust. Alter. Stay back, you motherfucker. Roberto, you must realize at this point that you were brought here for a reason. You were always meant to be here. You're the key to everything. I said stay back. I know what you've been doing here. What you've done to all those innocent people. You must understand. I only did what was necessary. Necessary? You... You're a fucking monster. Monster, psychopath, god. I've been called many things of the last century, Roberto. But do you know what all those things have in common? Immortality. Ja. Und Macht. Power to see the bigger picture. Power to take one's destiny into his own hands. Power to overcome death itself. Power of choice. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Together. Abknallen oder... Ins Gesicht. No, this isn't what was supposed to happen. There, how's that for being the master of my own destiny, you lunatic? Ich wusste, dass nicht so einfach tot geht. It was supposed to be you. It had to be you. How did you make the wrong choice? How? To the principle Alter. Of free will. Ich finde, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Ich finde das ja generell in Filmen. All over again. No matter. Ich finde das in Filmen oder Spielen ja ganz schlimm, wenn auf jemanden eingestochen wird. Das kriegt mich immer wieder. So schießen, ja, okay, ballerst du jemanden den Kopf weg. Aber wenn jemand da die ganze Zeit zack, 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 zack und das Geräusch dazu, das finde ich halt krass. Ah. My head. War alles gar nicht echt, oder was? Oder geht's wirklich jetzt von vorne los? Er es einfach mal überlebt hat.
Ich werde auf jeden Fall noch das andere Ende zeigen, mal gucken. Dann muss ich halt diese ganze Sequenz nochmal... Ja, das war's. Ich habe nur C. Das schlechteste sogar. Gefundene Dokumente. Weitere Rätsel gelöst, nur 47. Schaden genommen 35, Speicherstand 17. Schäme mich so ein bisschen. Aber es gab halt echt viel, was ich nicht gemacht habe. Neues Spiel ist plus verfügbar, okay. Ich werde trotzdem jetzt nochmal dahin springen zum Ende und mich dann anders entscheiden. Ja, bis jetzt. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Together. Ja. Okay, ich mach's natürlich. Die richtige Entscheidung, hä? Bergmann. Achievement. How did it all come to this? From what I understand, it all started in 2060. Okay. The girl, Emily. I imagine she must have come into contact with one of our future experiments. As a result, she now possesses great power. A divine gift that became a heavy burden, I'm sure. But why lock her in a tank? The girl was simply a variable. She needed to be controlled. She was too strong, unpredictable. I had to ensure that she didn't subvert any of my plans. Our plans, Roberto. But none of that matters now. She has commenced her long journey back to the past to set the cycle in motion once again. All to bring you here, to this moment. So, what now? I've searched for you for so long, Roberto. Come, our future awaits. Aber wir sind doch kein Forscher. Wie stellt er sich das vor? Okay. Soll das jetzt, diese Großaufnahme? To the principle of free will. Okay, ich habe es wieder nicht so ganz verstanden, was jetzt passiert sein sollte. Aber ich finde es ziemlich geil, das Spiel, muss ich nochmal sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Guck mal, die Namen, da siehst du schon, also portugiesische Namen, die sind halt, also aus Brasilien, die sind halt teilweise auch, klingen irgendwie deutsch, ne? Finde ich sehr, sehr interessant, dieses Land. Ich werde es ja sehen, wie gesagt, im November. Da werde ich euch auch von berichten und vielleicht Vlogs machen mal wieder, yay! Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen bis hierhin, Leute, es hat mir echt gut gefallen. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel aus Brasilien und ich hoffe, da kommt noch mehr in Zukunft. Von denen, weil... Das hat echt Bock gemacht und für so ein kleines Team, wie man hier sieht, es waren echt nicht so viele, Marco Meyer zum Beispiel, der hat ja überall mitgemacht. Ich hoffe wirklich, da kommt noch was. Noch ein Nachfolger oder ein neues Franchise von ihnen. Weil das ist jetzt irgendwie, wirkt schon so abgeschlossen, da muss ja nichts mehr kommen jetzt großartig. Ja, und vielleicht was ein bisschen eingängiger ist, nicht Phobias St. Dithner Hotel, sondern... Weiß ich nicht, einfach nur Phobia wäre ganz gut. Auf jeden Fall danke ich euch hier schon mal. Ich werde mich mal ausklinken und ihr könnt euch noch das Outro angucken. Und danke für alle, die geliked und kommentiert haben. Sehr cool von euch und ich hoffe, ihr bleibt dran bei anderen Projekten. Ich bin der Bruger und wünsche euch viel Spaß weiterhin. Danke, tschüss.
When the darkness calls your name, there's no way to hide. The pain inside is like a parasite of souls. Your side and nobody knows. Lord Housekeeper, enter through the front door. Come to play a game, come to play with us. Come to play the game of the thing that eats people. Sing with me, sing with us. When the darkness calls your name, there's no way to hide. A pain inside is like a pain.